Willkommen zu einer neuen kleinen Let's Show-Serie. Ja, es ist mal wieder soweit. Ich möchte was mit euch anspielen. Und ja, ich mache 3 Folgen davon, denke ich mal, vielleicht auch mehr. Die Rede ist von Hex Shards of Fate. Absolut blind für mich, habe es mir bisher nicht angeguckt, aber ich denke mal, dass es mir gefallen wird, denn das Ganze ist mal wieder ein Kartenspiel. Aktuell noch in der Beta-Version, demzufolge natürlich auch kostenlos, wird auch kostenfrei bleiben. So, sei gegrüßt. Ja, das Tutorial, das muss ich natürlich mitnehmen, ansonsten kann ich schlecht hier was reißen. Also, Start. Vom Startbildschirm aus gelangst du schnell in die Ecken des Hex-Universums. Die großen Buttons in der Mitte des Bildschirms bieten die Informationen. Oder einen schnellen Einstieg in das Spiel. Ja gut, das ist noch nur grundlegendes Zeug. Kartenmanager. Im Kartenmanager stellst du deine Decks und kannst nachschauen, welche Karten zu deiner Sammlung gehören. Okay, also man kann seine eigenen Decks zusammenstellen. Das ist mir natürlich geläufig. Das muss ja auch so sein bei einem richtig guten Kartenspiel. Damit man hier gegen menschliche Spieler auch sich bewähren kann. Okay, was steht da noch Interessantes? Dein Deck muss aus mindestens 60 Karten und höchstens aus 300 Karten bestehen. Okay, krass. Vergiss nicht einen Champion. Okay. Nicht mehr wie 4-mal. Okay, das sind so die grundlegenden Regeln. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis zeigen wird. Ein Shop, okay. Es gibt 2 Ingame-Währungen, Platinum Gold. Die Symbole in der rechten oberen Ecke des Bildschirms zeigen dir an, wie viel von beiden Währungen dein Account besitzt. Platin wird benötigt, um Booster-Packs zu kaufen, okay. Ja, ist klar, ne? Also das Spiel bleibt kostenfrei, aber es finanziert sich natürlich auch durch so etwas. Das kennen wir ja schon von... Ja, das ist ja eigentlich absolut genre-typisch. Kennt man ja auch von Hearthstone und so weiter und so fort. Gut. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, an dieses Platinum zu kommen, wenn man halt einfach nur spielt. Das wäre natürlich eine schöne Variante. Das werden wir dann sehen. Dann machen wir weiter. Das Übungsgelände. Tritt auf der Übungsgelände mit einem schnellen Spiel gegen menschliche oder computergesteuerte Gegner an. Ja, das ist für den Anfang natürlich sinnvoll. Ich werde für diesen ersten Part auch bestimmt gegen den Computer kämpfen, bevor ich mich an den menschlichen Spieler rantraue. Na gut. Okay, zufällige Gegner. Okay, wirkt natürlich alles vertraut. Das finde ich auch schön so. Es gibt auch eine Chat-Funktion. Sehr gut. Globaler Chat ist in unterschiedliche thematische Kanäle aufgeteilt. Okay. Die Hex-Spieler. Franz und Tina Hex. Okay. Ja, ist ja auch schön zur Kommunikationszwängen. Viel Spaß. Okay, ja, Starterprüfung. Ja, das ist doch wunderbar. Wollen wir gleich mal beginnen. Starterprüfung. Bei der Starterprüfung trickst du eine Reihe von Spielern gegen KI-Gegner an, um dir neue Karten und für deine Sammlung zu verdienen. Sehr gut. Also jetzt beginnt eigentlich der Praxistest des Tutorials. Okay, was anderes wie Shin und Haro kann ich jetzt gerade nicht wählen. Dann wollen wir es mal probieren. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob die Sucht übergreift. So, John McCloud versus Wachsames Auge. Deinen Gegner will zu spielen. So, das ist also das Interface hier. Sieht ja alles ganz schnieke aus. Behalten oder neu ziehen. Wenn du erneut austeilen lässt, erhältst du eine Karte weniger. Ah, das ist wie bei Magic the Gathering. Auch eine schöne Art. Also wenn ich jetzt damit nicht zufrieden wäre, dann könnte ich es neu austeilen lassen. Kriege aber eine Karte weniger, was natürlich eventuell ein Nachteil sein könnte. Ich behalte mal die Hand. Ich weiß ja eh nicht, was das alles ist. Aber sieht eigentlich von den Spruchkosten relativ gering aus. So, jetzt muss ich mich natürlich hier erstmal einfinden. Also dieses erste Übungsmatch wird jetzt natürlich etwas lang dauern, denke ich mal. Monika, okay. Monika Shin. Tja, nennt mich einfach Monika. Kein Problem. Ich habe 20 Lebenspunkte, nehme ich mal an. Champions-Fähigkeitsstatus 0, Fraktion und die Karten auf der Hand. Okay, Standard. Erschaffe eine Kampfspringer und bringe ihn ins Spiel. Das wird wohl so eine Art Heldenfähigkeit sein. Gehe ich mal davon aus. Und der Ressourcenpool ist gleich 0. Interessant. So.
Das ist also so ein Shin-Hamilith, 1-1-Kreatur. Vor 1000 Jahren schlossen sich Elfen und Menschen zusammen, um die Shin-Hara Intuit und bla 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 bla. Ja, einfach so ein bisschen Beschreibungstext, sowas mag ich im Grunde. Das ist jetzt keine Fähigkeit oder sonst was, es ist einfach nur Geschichte. Ein Angriff, zwei Verteidigungen. Ich denke, es wirkt alles relativ vertraut auf uns. Wildnissplitter, 1-1, Ressource, okay. Und es gibt auch Mana im Deck, das man spielen muss. Das gefällt mir auch sehr gut. Also ich erkenne hier doch schöne Magic the Gathering Anleihen. Das ist gut, denn ich war früher ein sehr ja, leidenschaftlicher Magic-Spieler. Und Hearthstone ist ja, muss man zugeben, doch sehr eine Light-Variante davon. Ich kann anscheinend noch nichts spielen, also lasse ich mal den Gegner rankommen. Ich bin aber anscheinend immer noch dran. Der hat schon einen Punkt hier bei. Okay. Bin ich immer noch dran? Ach. Ah. Okay, ist auch ein bisschen komplexer gemacht. Wir haben hier verschiedene Phasen. Also es gibt. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Das habe ich auch gespielt. Verteidigungsschaden übertragen. Zweite Hauptphase. Weiter zur Endverteidigung. Ach so, okay. Das heißt, ich bin immer noch dran. Und bin kurz vor Beendigung meines Zuges. Nehme ich mal an. Na gut, dann. Ah ja, so sieht das also aus, wenn gewechselt wird. Ich bin schon wieder dran. Gut, Gegner hat nichts gemacht. Jetzt sieht man es auch klar. Jetzt leuchtet hier mein Mana. Das heißt wohl, ich kann es spielen. Der ersten Runde geht das vielleicht einfach noch nicht. Weil ich habe ja immer noch 0. Aber das ist ja essentiell, damit ich überhaupt was spielen kann. So, jetzt habe ich eins im Pool. Mehr wie ein Mana pro Runde darf ich anscheinend nicht spielen. Ist auch egal. Ich habe hier nämlich die Jüngsten des Wurfs. Wie süß. Erschaffe zwei Kampfspringer und bringe sie ins Spiel. Ah, die sind ja knuffig. Okay. Ja. Die kann ich spielen. Das, oder ich. Ja, komm, spiel mal die gleich, weil wenn ich hier gleich zwei Kreaturen bekomme. Ah, okay, aber das sind 0-1er. Ja, und die können natürlich nichts. Also, das ist. Ja, für Verteidigungszwecke und sonst nichts. Ja gut, für den Anfang vielleicht besser wie nichts, ne? Wir sind in der ersten Hauptphase. Wenn ich jetzt rübergehe zur Angriffsphase, sie leuchtet zumindest. Ich könnte. Ne, kann ich nicht. Jetzt bin ich hier schon. Na gut. Ja, sie können ja auch nichts. Also mit null Angriff. Was wollen sie da reißen, ne? Alles klar. Gut, dann gucke ich mal, was der Gegner macht. Hat er was gemacht? Nö, ne? Was ist denn das? Ach, da sehe ich mein Mana, mein verfügbares, vermute ich mal. Aber irgendwie, wieso ist jetzt noch alles auf Null? Kann nichts machen. Hier. Alles K.O. Müsste ich das nicht wieder aufladen, das Mana? Wenn ich dran bin? Er hat da schon. Ah, er hat auch zwei verschiedene, habe ich gerade gesehen. Also es gibt mehr wie dieses eine Mana. Das gefällt mir auch. So, zweite Hauptphase. Ach, der. Ach so, jetzt verstehe ich das. Der Gegner ist noch dran und ich kann da. Er muss warten, bis ich da das akzeptiere, was er halt macht und so. Und er hat hier einen Sternbeobachter. Ach, ist das geil, Leute. Also es hat wirklich sehr viel von Magic. Ihr seht es hier. Verschiedene Mana-Kosten erstmal, verschiedene Elemente. Er muss davon eins tappen. So nennt man das. Und er muss auch die Karte selbst tappen, um eins dieser beiden Effekte zu bekommen. Das mit dem Tappen erkläre ich vielleicht an anderer Stelle, wenn wir nämlich zum Angriff kommen. Dann ist das besser verständlich. Das ist ja schön, also dadurch, dass ich doch sogar ein Magic gespielt habe, fühle ich mich hier jetzt nicht so total verloren. Na gut, er soll das von mir raus spielen. Wahrscheinlich gibt es auch sowas wie Unterbrechungszauber, also Zauber, die ich in seiner Phase spielen darf, um zum Beispiel das Vieh zu zerstören. Und deswegen wird das auch hier ständig, während der Gegner dran ist, abgefragt, ob ich was tun will oder eben nicht. So. Ich habe jetzt hier auch neues Mana bekommen, eine andere Farbe. Das ist auch gut so, denn jetzt sieht man das schön farblich. Ich habe nämlich nicht nur grünes Zeug, ich habe auch lilanes Zeug. Und dann spielen wir doch gleich eins dieser lilanen.
Das heißt, ich habe jetzt ein lilanes, ein grünes und kann dementsprechend halt auch erstmal nur dieses eine grüne spielen, weil die anderen Lilanen, die kosten ja jeweils 2 und 3. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein lilanes Mana, damit ich da was spielen kann. Sonst geht da nichts. Da sieht man es nochmal. Also verliere zu Beginn deines Zuges einen Lebenspunkt, erschaffe einen Kampfspringer und bringe ihn ins Spiel. Ja, okay, ist jetzt auch nicht so die Welt, finde ich. Aber geht halt nicht, weil, ne, mir fehlt eins. Okay, dann muss ich halt die spielen. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Angriffsphase. Kann ich mit dem Typen gleich angreifen oder hat der eine klassische Einsatzverzögerung? Und darf das erst ab der nächsten Runde, wie es ja meistens der Fall ist. Anscheinend geht es nicht. Meine kleinen Mäuse, die leuchten. Und man sieht das mit dem Strahl jetzt auch, dass die dann auf den Gegner gehen. Also das bringt ja nichts. Die haben ja null Angriff. Ich meine, ich probiere es jetzt mit einem trotzdem mal spaßeshalber aus. Mal gucken, was passiert. Aber da kann ja eigentlich nichts passieren. Ah ja, und ihr seht jetzt, die Karte wird so ein bisschen gedreht. Das heißt, sie wird getappt. Und sie wird zum Angriff quasi deklariert. Das hat zur Folge, dass sie, wenn der Gegner angreift, nicht blocken kann. Weil auch beim Blocken muss man die zum Tappen dann deklarieren. Okay, das ist alles sehr schön übernommen worden. Und ach ja, jetzt habe ich natürlich einen super doofen Fehler gemacht. Jetzt benutzt er natürlich seine Karte, um meine zu blocken. Ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen jetzt. Ist ja klar, ne? Er blockt jetzt. Er hat aber einen Angriff und wird meine Karte somit vernichten. Ja, gut. Ich lerne noch, Leute. Ich lerne noch auch. das wird schon noch. Ich gewinne dieses Übungsspiel, hoffe ich doch mal. Okay, ja. Das war jetzt natürlich blöd, aber ach, war ja nur ein kleiner Hase. Ich wollte ihn damit nur verwirren. Auch wenn es eine KI ist, die sich nicht verwirren lässt. Erste Hauptphase. Okay. Was ist denn das? Eine angreifende Einheit deiner Wahl erhält diesen Zug +1/+1. Okay. Aber auch nur, wenn er es tappt. Ist aber trotzdem gefährlich. Das, na gut. Aber ist ja nicht so tragisch. Was ist das denn jetzt noch? Mache jede von dir kontrollierte Einheit bereit. Heißt das enttappen quasi? Vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich die Begriffe tappen und enttappen auch in diesem Spiel benutzen soll überhaupt, aber ich bin halt Magic Gamer, deswegen mache ich das einfach mal. Ach so, ja, das ist natürlich eine schöne. Das war, glaube ich, seine Heldenfähigkeit, die er gespielt hat. Oh, was ist denn das für eine fette Karte hier? Kostet zwar 7, aber ist auch eine 7-7. Okay, ich habe also auch was Großes dabei. Na gut, schön. Dann spielen wir natürlich ein Mana. Das sollte das erste sein, was man tut. Jetzt fällt mir hier auf, dass der Mord leuchtet. Aber... Ach so, nee. Der braucht nur ein Lilanes. Und der Rest ist egal. Also ein Lilanes und zwei, was du halt gerade so hast. Und somit darf ich das schon spielen, weil ich habe ja ein Lilanes und zwei, egal. Ja, okay, das ist gut. Der Mord an sich, da werde ich ihm das mal zerstören. Ja, okay, angreifen kann ich jetzt noch nicht. Das ist erstmal, ne, Hauptphase. So, das Ding ist tot. Vielleicht hätte ich mir den Mord auch lieber aufheben sollen. Aber egal, jetzt greife ich damit an, denn selbst wenn er mit seiner Karte blockt, seine Karte wird dann sterben, weil ich zwei Verteidigungspunkte habe. Und meine wird überleben. Also soll er sich jetzt gut überlegen, was er macht. So. Okay, Kampfschaden zufügen. Ja. Er lässt es durch. Nee, er lässt es nicht durch. Er blockt. Okay. Oder, ach nee, ich glaube, er benutzt seine Fähigkeit. Du erhältst 2 Lebenspunkte, oder was machst du? Was macht er gerade? Ach, einfach mal gucken. So. Ja, das muss man echt oft drücken, damit da mal was passiert. Aber was soll's? Ah ja, er hat anscheinend, also er hat zwar sein Vieh auch getappt, aber nicht zum Blocken deklariert, sondern seine Fähigkeit genutzt. Das heißt, ja, ich habe ihm zwar einen Schadenspunkt gemacht, aber er hat 2 bekommen, deswegen steht er jetzt auf 21. Auch interessant und gut zu wissen, dass 30 nicht
20 nicht das Maximum ist. Das geht auch einfach drüber, wenn man sich so dementsprechend heilt. Okay. So, und jetzt greift er mich natürlich wieder an. Okay, ich werde... Ja, oder ich lasse es durchgehen. Ist ja nur ein Punkt. Es sei denn, er versteckt das Vieh jetzt. Das wäre jetzt natürlich... Duell 7 Leben... Oh ja, sanfte Brie... Ja, 7 Lebenspunkte. Yo, haut ruf. Das ist natürlich jetzt krass. Dass der sich jetzt so auf... Wie, nochmal? Hey, okay. Ja, da hat er auf einmal 35 Lebenspunkte. Aber ich lasse das jetzt trotzdem durchgehen. Also ich habe jetzt halt noch kein Gefühl, wie viel wert ist, sind 20, 19 Lebenspunkte. Und ich denke, mal was durchlassen ist okay. Ich hebe mir meinen Kampfspringer noch ein bisschen auf. Okay, okay. Mana spielen und dann schauen wir mal, was da noch möglich ist. So. Für die reicht es nicht, weil die brauchen zwei von den Lilanen. Aber der hier, diese Karte ausgespielt wird, ziehe eine Karte. Och, das ist doch nett. Klassisches Kampfschrei. Oh ja, ach shit, aber ich habe schon Mana gespielt. Blutsplitter und Wildnissplitter, ich sollte mir diese Namen vielleicht auch mal angewöhnen. Na gut, ansonsten auf zum Angriff. Er hat ja zuvor angegriffen, das heißt, er wird mich diesmal hier auch nicht blocken können. Und seine Fähigkeit kann er auch nicht benutzen, wenn das Ding getappt ist. Das heißt, er kriegt jetzt definitiv mal einen Schaden. Ist nicht viel. Er hat ja noch 34, aber hey. Ist vielleicht seine, keine Ahnung, seine besondere Fähigkeit, dass er hier sehr auf Heilung und so aus ist. Ich scheine ja hier mehr, ich weiß gar nicht, auf Defensive zu spielen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Er greift mich wieder an. Okay, dann blocke ich doch mal damit, oder? Dann würde er halt sterben, denn diese ganzen nervigen Fähigkeiten könnte er dann nicht mehr machen. Ich meine, ich habe ja keine Fähigkeit mehr auf diesen Sensei, da war es ja nur eine einmalige Sache. Von daher werde ich jetzt ihn nehmen und blocken. So, ist eine schöne Sache, also das... Lässt natürlich viel mehr Strategie offen. Wunderbar. Was hast du da schon wieder? Tappe eine Einheit deiner Wahl. Ah, das ist ganz schön mies eigentlich, diese Fähigkeit, weil da kann er mir halt immer wieder irgendwas tappen, damit ich damit weder angreifen noch blocken kann. Oder die Fähigkeit benutzen kann. Das kann nervig werden. Ich hätte mir den Mord echt aufheben sollen, aber na gut. Vielleicht kriege ich sowas in der Art ja nochmal. Man merkt es auch schon, also die Spiele werden hier deutlich länger. Klar, ich brauche jetzt noch relativ lange, weil es mein erstes ist, aber... das ist alles doch schon etwas komplexer. Das mag ich so. Auch interessant, es kostet 5 und ein grünes, aber ich kann hier immer 2 Lilane bezahlen, und wenn diese Karte von einer anderen Einheit geblockt hat, erhält diese Einheit in diesem Zug minus 1, minus 1. Das ist auch interessant, vor allem das Ding ist eine 4-4. Das ist nett. Okay. Kostet 5. Ja gut, und ich habe 4, das heißt, ich spiele jetzt noch so ein Ding. Dann kann ich nämlich auch die Fähigkeit nutzen. Endlich habe ich meinen zweiten Blutsplitter. Da haben wir endlich mal ein großes Vieh hier. So. Gut. Okay, 1, 2. Und da war ja... Okay, 1, 2. Ja, mal gucken, was er draus macht, wenn ich jetzt angreife. So, das soll ich angreifen. Ich meine... Können sich beide, wenn das blockt, hauen sie sich halt auf 1-1 runter, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Ja, genau. Jetzt sind wir halt ein bisschen gedamaged. Aber das macht ja überhaupt nichts. So, im Übrigen, also ich werde davon ja 3 Parts machen und... was ist das jetzt? Eine Konstante. Ah, okay, also... Wahrscheinlich ein Zauber, ein Effekt, der immer da ist. Das
das nächste Mal in diesem Zug von einer Karte oder Fähigkeit deiner Wahl Schaden zugefügt wird, verhinderst du es. Nimm diese Karte auf die Hand, sie erhält Kosten von plus 1. Ah ja, okay, also es kostet 3. Aber immer wenn er die Fähigkeit benutzt, wenn er es nochmal spielen will, kostet es dann 1 mehr. Okay, dann ist das ja noch human. Ja, ich kann nichts dagegen tun, dass du das spielst, also viel Spaß dabei. So, und da macht er seinen Standard wieder. Ich benutze meinen Standard, also meine Heldenfähigkeit, die benutze ich ja gar nicht. Das sollte ich vielleicht mal tun, weil er hier 0, macht das hier ständig. Ich habe hier schon 5 angesammelt. Mensch, ah ja, gut, okay, okay. Ja, ich muss mich halt reinfriemeln. Das werde ich dann auch was tun. Was bedeutet eigentlich dieses Lilane, dieses Leuchten? Das haben die anderen Kreaturen nicht so. Naja, ihr merkt schon, ich werde üben, aber die nächsten Parts, die werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt euch zeigen, wenn ich schon etwas erprobter bin. Die machen wir dann zum Beispiel mal, ja, wenn ich das Tutorial komplett durch habe und dann mit euch einen menschlichen Spieler angehe oder das Deck umbaue. Ich bin schon sehr gespannt, was das Spiel noch so bereithält. Es wäre jetzt ja doof, wenn ich hier nur Tutorial zeigen würde. Und wer weiß, wenn es mir gefällt, dann gibt es noch mehr Parts davon. So. Ja. Okay, also für den Gigantosaurus reicht es eh noch nicht. Die Fähigkeit jetzt nutzen bringt es mir auch nicht. Ich würde schon sagen, dann spielen wir halt mal. Ach so, das war auch so eine Konstante. Ah. Ach so. Ja gut, aber ist das wirklich so gut? Jetzt verliere ich in jedem. Dadurch in jeder Runde eins. Und, aber gut, ich kriege in jeder Runde auch so einen kleinen Hoppel-Hoppel, ne? Wo ich ja dann immer wieder zum Blocken deklarieren kann. Da kommt ja dann auch erstmal nichts mehr durch. So. Ja, jetzt tappt er mir wieder was. Ist der nett. Er tappt mir natürlich die 4-4, wenn ich es richtig sehe. Damit ich mit der mal schon mal nichts machen kann. Finde ich nicht lieb. Na gut, das macht er aber auch nur noch in der Runde. Danach hat er nämlich einen Gigantosaurier. Dann kann er den mal tappen. Leider. Oder ich kill ihm das Vieh irgendwann nochmal. Na, mal sehen. Er hat ja auch nur noch eine Karte auf der Hand. Und das ist ja seine... Ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade Artefakt sagen. Oder seine Verzauberung. Seine Konstante. Ja, ja, da kommen die Begriffe von sämtlichen anderen Kartenspielen durcheinander. Aber gut, er greift mich an, das finde ich gut. Dann kann er nämlich auch seine Tappfähigkeit in der nächsten Runde nicht einsetzen und mein 4-4er wird durchkommen. Ich brauche nämlich jetzt echt mal was, was viel Schaden macht. Und er wird mir definitiv keinen Schaden mehr machen, denn ich habe hier kleine Hobbelhasis. Ach ja, welche Überraschung, er spielt seinen Kreis der Bewahrung. Aber gut, das soll mir recht sein. Das wird ja immer teurer. Irgendwann geht's nimmer. Beziehungsweise, obwohl... Ja doch, irgendwann ist ja mal Zappe mit Mana. Man ist ja hier auf das, was man zieht, angewiesen. Okay, also Kampfspringer. Der ist jetzt auch lila, damit man es ein bisschen unterscheiden kann. Meinetwegen. Und jetzt endlich hier kommt er. Bläh. Okay. Ja, mein Freund. Du bist hier vollständig... Ach, ja, das ist jetzt die Frage. Verhindert der nur einen Schaden oder sämtlichen? Ich werde es rausfinden müssen. Ganz einfach. Ich habe hier zwei, die jetzt schon diese Runde angreifen können. Und dann mal gucken, was er alles verhindert. So, ihr beiden... Ja, da oben kann ja nichts passieren. Ja, genau. Also er hat 33. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ja. Aha, hier ist es verhindert worden. Aber beim Vierer nicht. Okay. Also ist dieses... diese Konstante, die er hat... gilt nur für den ersten Schaden, den er bekommt. Das ist natürlich praktisch, dass der Einser zuerst angreift und dann der Vierer. Tja, das ist sehr gut. So, und er spielt es gleich wieder, ey. Er kann damit schon nerven, dass diese Karte ausgespielt wird. Erhältst du... Und du erhältst...
1-0? Wie 1-0? Sein 4 oder was? Okay, meinetwegen. Was auch immer. So. Bin ich wohl am Zug. Schade, nur ein Mana gezogen. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber ich kann jetzt ja hier nochmal meinen Standard benutzen. So. Kostet ja nur 3. Und verteidigungstechnisch sieht es gut aus. Gut. Was machst du da? Tappe. Ja, er tappt mir. Natürlich den Dino. Das war ja sowas von vorausschaubar. Wie könnte es anders sein? Aber der Rest wird durchgehen. Er hat sein Dingens ja nicht gespielt, ne? Okay, er könnte natürlich auch mit dem einen blocken, wenn er will. Aber er will nicht. Sehr gut. Alles ging auf ihn. Endlich mal. Gut. Ja, es gefällt mir. Also, ich bin doch sehr positiv angetan davon, muss ich sagen. Ja, dann wollen wir doch mal hier blocken. Ich meine, ich kriege ja nie darunter ein. Von daher nutze ich das natürlich auch jetzt vollkommen aus. Ich muss es auch ausnutzen. Ich meine, ich kriege dafür nie darunter einen Schadenspunkt. Ja, jetzt spielt er wieder das. Das kenne ich jetzt schon auswendig. Ja, geht davon aus, im nächsten Part gehen die Spieler dann auch deutlich flotter, wenn ich die Karten erstmal kenne. Jetzt, wie gesagt, erstes Spiel, aber dann mache ich ja einen Break für euch. Und dann bin ich echt gespannt, was da noch alles so kommen mag. So. Okay, da haben wir nochmal so eine Miliz. Ja, das ist jetzt halt fürs Endgame nicht so spannend. Ah, es, wie cool, es kommt einfach eine zweite Reihe. Ich habe mich schon gefragt, wird es denn hier eventuell bald voll auf dem Spielbrett? Aber wenn noch eine zweite Reihe kommt, wer weiß, vielleicht gibt es noch eine dritte. Sehr gut. Jo, du spielst dein Verhinderungs-Blabla, aber wie wir wissen, wird ja jetzt nur dieser eine verhindert. Und mein Dino darf jetzt auch voll angreifen. Yeah, wie geil ist das denn? So, jetzt werden wir den schönen... Nee. Dino? Nur der... Hä? Nur der Vierer kam durch. Wo liegt das? Vielleicht an dem Lilan? Ist das irgendwie magischer Schaden oder so? Dass der trotz der Verhinderung... Ich weiß nicht. Weil er ist... Das ist die einzige Karte, die hier sowas Lilanes hat. Aber ich krieg da auch keine Beschreibung. Könnte ja sein, dass es doch jeder Schaden verhindert wird, außer so einen magischen Schaden. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kam nur der Vierer durch. So viel steht fest. Oh. Blöde Verhinderungskarte, die geht mir auf den Keks. So, du, ja, du gingst mir schon immer auf den Keks. Ich kann dich jetzt töten, ohne dass meine drauf geht. Deswegen blocke ich damit den anderen wiederum. Blocke ich hiermit. So. Okay. Also langsam wird es doch recht eindeutig, dass ich hier das Spiel dominiere. Es wäre ja peinlich, wenn ich hier in einem Übungsspiel mit dem allerersten. Mensch, der Kreis der Bewahrung. Jetzt kostet der schon 7 Punkte. Eine Einheit deiner Wahl hält in diesem Zug 3-3. Ah. Auch schön, Schnellaktion, beziehungsweise in Magic hieß es Spontanzauber. Kann man sofort spielen. Wahrscheinlich auch, wenn der Gegner dran ist. Das ist natürlich total fies, wenn der angreift, ich blocke und mache dann das Vieh stark, womit er ja nicht rechnen konnte. Also nicht unbedingt zumindest. Und dann stirbt sein Vieh überraschenderweise. Aber sehe ich eigentlich gar nicht hier vonnöten. Wenn der mir ständig hier den einen Schaden blockiert und wenn das Lilane tatsächlich durchkommt, dann werde ich das jetzt verstärken. So. Er tut es natürlich wieder. Mal gucken, was diesmal so durchkommt. Ob es wieder nur die 7 sind. Aber dann sind es immerhin jetzt 7. So. Und. Ja, da passiert wieder nichts. Bams. Und es waren... Moment, der hatte 18, ne? Also kamen diesmal 9 durch. Verstehe ich nicht.
Weiß nicht. Ist der, liegt's an der zweiten Reihe? Kann mir auch nicht vorstellen. Hm. Vielleicht ist es Zufall, was verhindert wird, wie viele? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ach, das werde ich alles noch rausfinden, ist ja kein Ding. So, du kannst davon träumen, mich anzugreifen, mein Freund. Was hat er denn? Ach ne, jetzt hat er sich schon wieder geheilt. Ist das ein Babsack, ey? Und hier haben wir einen sturen Büffel. Okay, ja, das sieht echt stur aus. Eine 2-3. Mhm. Okay. Mein Freund. Ja, ihr dürft mich natürlich auch adden in diesem Spiel. Ihr habt am Anfang den Usernamen ja natürlich gesehen. Er lautet wie immer John McCloud. Das ist doch jetzt mal eine geile Karte. Wenn die jetzt wirklich auf alle geht, auch auf meine kleine Blockerhasen. Moment, also das muss ich jetzt mal gucken. Ja, wie geil ist das denn? Jetzt haben alle Viecher +1/+1 und somit können die natürlich jetzt auch angreifen. Also ich verstehe langsam das Prinzip bzw. das Motto dieses dieser Rasse, dieses Decks. Klein, aber fein. Also so ein bisschen auf Rush auf jeden Fall getrimmt. Irgendwie so, ja, eine Rush, aber auch eine Defensive. Gefällt mir. Ja, das kann er jetzt mal schön gucken, wie er das jetzt macht. Also ich nehme da jetzt natürlich auch ein paar Blocker mit. Ich habe ja noch den einen auf der anderen Runde. Also, BAMS! Auf 3 Runden! So. Sehr gut. Das sollte man ihn in der nächsten Runde doch haben. Mensch. Okay. Ah, das gefällt mir. So, jetzt hat er wieder seinen Kreis gespielt. Gerade mal so. Hat ihn ja jetzt 8 Mana gekostet. Aber das wird ihn jetzt auch nicht retten. Da bin ich mir relativ sicher. Ich habe das mit dem Verhindern zwar nicht 100% geschnallt, aber diese Streitmacht wird er nicht verhindern. Nicht mit 3 Lebenspunkten. Deswegen genieren wir uns gar nicht. Und greifen hier jetzt volle Lotte an. Halt mit dem, aber wenn der stirbt, verliere ich dieses +1/+1. Das ist, also den lasse ich dann doch nicht angreifen. Auch schön. So, bin ich mal gespannt, ob er sich da noch retten kann. Ich glaub's ja eigentlich nicht. Jawohl, da haben wir ihn wohl. Starterprüfung, Belohnung. Klar, am Anfang kriegen wir noch Karten, die wir dann in unser Deck hinzufügen können. Entwickeln. Jede von dir kontrollierte Einheit. Ja, geil. Und hier Raserei. Okay, ist das, keine Ahnung, Tobsucht oder dass er sofort angreifen kann? Wobei, nee, bei 0 wahrscheinlich nicht. Wenn diese oder andere... Hey, lass mich doch mal lesen. Wenn diese oder andere von dir kontrollierte Einheit stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt. Okay, auch nett. Auch praktisch, gerade wenn man so Karten draus hat, wo man ründlich was verliert. Ja, Leute, das war so mein erster Einblick von Hex. Jetzt ist es irgendwie ausgegangen. Aber immerhin jetzt, wie während dem Spiel, egal. Macht nichts. Ich werde jetzt noch weiterspielen. Und nach dem Tutorial, wenn ich mich noch so ein bisschen reingefriemelt habe, gibt es für euch einen zweiten Part davon. Und in diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, wenn wir hier noch ein bisschen weiter rumhexen.